So Leute, ist das Qualität oder ist das Qualität? Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Aus lauter Trotz und lauter Frust habe ich mir jetzt eine neue Kamera geholt. Ich habe mir die Webcam Logitech C920 professionell mit HD bestellt mit der S. Und schaut euch mal diese Qualität an. Ihr könnt echt alles erkennen. Jede einzelne Falte könnt ihr erkennen. Sogar mein Herpes könnt ihr erkennen. Ist das Qualität? Und wir spielen kein Zoom-Kirmes. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Schaut, habt ihr es gesehen? Ganz kleines bisschen. Ja. Ich hoffe, es für ihn. Ah ja, auch meine Kamera hat auch ein Mikro. Die Stimme, die ihr jetzt hört, kommt über die Mikrofon der Kamera. Und ich habe ein paar Testvideos gemacht und ich bin begeistert. Ich habe extra mein Pink-Shirt angezogen, weil ein Pink-Shirt ist ein rotes Tuch für die Kamera. Aber er fängt es ein. Das heißt, wir haben eine gute Qualität, Leute. Morgen bekomme ich noch meine Softbox und ja, dann bin ich vollkommen ausgestattet. Und ihr könnt, ihr lieben Abonnenten, 916 habe ich gezählt oder 12, egal, über 900. Ihr seid verrückt. Aber jetzt bekommt ihr die Qualität, die ihr verdient. Okay? Ich habe euch ja gesagt, ich mache euch noch schnell ein Video, wenn die Wolle von der Julia kommt. Die habe ich bestellt auf woolpedia.com. Ein sehr schöner Shop. Sehr schöne Garne und spezielle Garne. Sie hat keine Garne, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Das heißt, sie hat mich auch ein bisschen belehrt in meiner Sockenwolle und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen, weil es gibt echt Wollhersteller, die ihre Schafe quälen. Ja, gibt es echt und da mache ich nicht mit und ich werde die auch nicht unterstützen. Ihr könnt das nachgoogeln, ich werde auch jetzt nicht sagen, die und die sind nicht gut. Ich sage euch nur die, wo gut sind. Wenn ihr Sockenwolle haben wollt, wo ihr sicher sein wollt, dass es den Schafen gut geht, schaut bei Woolpedia rein, sie hat Sockenwolle und natürlich Opal könnt ihr ohne große Sorgen bestellen. So, das war nur noch so nebenbei erklärt, weil ich auch eine Qualität habe, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Ich zeige euch mal die von Julia. Das erste Bobbelchen. Was ich euch zeige, ist 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Es hat eine Lauflänge von 1000 Meter, ist dreifädig und heißt Universum. So, jetzt schaut euch das mal an. Ihr könnt sogar fast die einzelnen Fäden erkennen. Das ist das Bobbelchen Universum. Dann, jetzt schauen wir mal, weil jetzt muss es knallen, ne? Jetzt kommt Orange, auch das ist ein rotes Tuch für jede Kamera. Dieser heißt Tiger 2, auch 50% Acryl, 50% Baumwolle, 1000 Meter dreifädig. Und, ja, schaut euch mal, wie die knallt, ne? Und er zoomt super gut. Und jetzt zeige ich euch ein Knäuel, das meine Situation sehr gut widerspiegelt. Der Name, ja, passt. Und das ist die Qualität, wo ich euch erzählt habe. Das ist Modal. Modal ist eine Art Viskose. Es fühlt sich an wie Alpaka. Super, super weich, ist sehr leicht, hält sehr warm, ist
ist auch luftdurchlässig. Also wie soll ich mal sagen, es wärmt gut und es kommt mehr auf Wolle raus. Aber es ist kein einziges haariges Tierhaar da drin. Nein, das ist modal. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal googeln. Das hier ist auch ein 1000 Meter Bobble. Es sind 42% modal, 38% Polyacryl und 20% Polyamid. Und der Bobble heißt Neuanfang. Das passt doch, oder? Ich bin begeistert. Er zoomt sich nicht kaputt. Er findet mich. Und er findet mich scharf. So, und dann zu meinem Silence. Ja, ich habe mich erstmal für die Variante 1 entschieden. Und ja, ich weiß, Mirai guckt nicht alle meine Videos und ich hoffe jetzt auch, dass sie jetzt dieses Video nicht schaut. Die Mirai hat im Juli hat sie Geburtstag und sie findet mein Silence ja so schön. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich die zweite Variante für die Mirai. Sie hat ja auch etwas dunkleres Haar und ich denke, mit dem Gelb da drin, das passt dann auch sehr gut zu ihr. Ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich mit meinem Silence bin. Ich habe ihn ein bisschen umgewandelt und mein nächstes Projekt ist auch wieder ein Rosenbridge. Aber ich werde den auch ein bisschen umändern, weil am Anfang macht man ja die kompletten Maschen und das verdreht sich immer alles so nach außen. Das mag ich nicht so. Also ich werde es probieren, mit Bündchen zu stricken. Mal gucken, was da draus wird. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal mein Silence. Er wird. Und ich bin schon weit. Ich war wieder sehr fleißig. Weil ich habe den anderen von meiner Mutti, habe ich ja auch schon fertig. Die hat sie schon. Ich habe ihn am Samstag ihr mitgenommen und sie hat ihn schon. So, hier könnt ihr jetzt mein Silence gucken. Ich muss jetzt sehr gut aufpassen, weil es ist Baumwolle und das flutscht mir alles aus den Nadeln. Also ich habe angefangen mit diesem. Das kriegt ihr jetzt nicht so schön eingefangen, ne? Probiere das mal jetzt so, dass ihr das ein bisschen erkennen könnt. Das ist dieses Mintblau. Und dann kommen die Streifen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als wären die Streifen. Ja, es sind auch die gleichen Streifen. Und dann kommt das Ganze nochmal hier, wie ihr sehen könnt. Und ich mache das letzte Stück, mache ich nochmal dieses Lochmuster. Könnt ihr es sehen? Er fokussiert sehr gut, finde ich, oder? Findet ihr nicht? Ja, soweit bin ich mit meinem Silence. Das heißt, ich mache jetzt noch ein Muster und dann haben wir diesen Silence auch schon fertig. Und wie gesagt, ich mache die zweite Variante, mache ich dann der Mirai. So, Leute. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Solange ich noch Zeit habe, mache ich das. Nächste Woche, Freitag, habe ich meinen Termin, meinen ersten Termin. Bin mal gespannt, wie die mich dann so einschätzen. Und ja, wie gesagt, ist das Qualität oder ist das Qualität? Jetzt probiere ich natürlich über YouTube, wie es da aussieht, ne? Da verlieren wir jetzt ein bisschen Qualität. Aber ich bin mal gespannt, wie es ist, findet. Also, ich sag euch Tschüss und schon von vornherein ein schönes Wochenende. Und ab nächste Woche kriegen wir es. 20 Grad. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.